Klaus-Rieker.de. Hallo und herzlich willkommen wieder zum nicht perfekten Video, aber natürlich mit den perfekten Outfits. Und ich habe mich von meiner Corona-Mähne drinnen dürfen. Also das ist jetzt dann auch was, wo wir uns alle freuen und schon toller Lichtblick für uns ganze Frauen ist. Die Grauhaarabdeckung, prima. Bin ich echt sehr, sehr froh. Und genau, jetzt kann ich mich wieder zeigen, gell? Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Super, gell, wie ihr immer uns Feedback gebt. Also nochmal ein großes Danke. Und wie gesagt, jeden Sonntag sind wir mit unserer Sendung, wie schon die eine oder andere gesagt hat, bei euch live im Wohnzimmer und mit den neuesten Outfits. Ja, und jetzt ist es ja wirklich so, dass wir ab Montag, dem 8. März, dem Weltfrauentag, wieder öffnen dürfen. Und es ist, also ihr könnt ganz normal zu uns kommen, wer natürlich aber gern sagt, nee, ich hätte gern lieber einen Termin, ist das natürlich gar kein Problem. Wir machen das ganz individuell, ihr wisst ja, ihr könnt anrufen beim Fashion-Telefon oder schreibt eine WhatsApp sehr, sehr gerne oder auch eine E-Mail, gar kein Problem. Und jetzt möchte ich aber sagen, auch das ist ganz wichtig, weil das Feedback habe ich jetzt auch einfach in den Wochen, muss man ja sagen, auch bekommen. Mir verschickt weiterhin alles, was mir hier zeigt und auch noch viel mehr überall hin. Also wir machen das alles nach wie vor so weiter, weil das ja jetzt nicht immer die Frage war, macht ihr noch weiter? Dann habe ich gesagt, ja klar, weil uns macht das natürlich auch riesen Spaß. Also jederzeit. Und dann kam auch, die Fashion-Schleuse bleibt natürlich auch erhalten. Ihr könnt auch jederzeit eure Dinge abholen, die ihr vorher mir telefonisch verklickert in einem, wieder in einem Gespräch. Das kommt bei den Männern sehr gut an. Also nach wie vor bleibt auch die Überraschungstüte. Ihr könnt alles nutzen wie gewohnt und natürlich jetzt wird uns auch live erleben. Die eine oder andere hat ja gesagt, die in der Nähe wohnt. Mensch, kommt mal echt vorbei. Also gerne. Wir freuen uns, euch dann auch persönlich kennenzulernen. Also wie gesagt, wir verschicken, wir machen alles möglich. So, und jetzt genug gelabert. Jetzt gehen wir zu den Outfits, gell? Also, ich fühle mich schon wieder pudelwohl, ja? Ich habe so eine bequeme Hose an, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das ist auch eine Travel-Hose, also eine Reisehose. Und ich sag's euch, wir dürfen auch wieder reisen, ja? Das wird kommen und da arbeiten wir jetzt einfach mit dieser Travel-Hose drauf hin. Weil die kann man natürlich auch, wenn ihr dann zu uns reist, anziehen. Ja, also ich finde die richtig lässig. Es ist eine Polyamid-Elastan-Mischung. Jetzt nicht gleich sagen, Hilfe. Nein, das ist wirklich sehr angenehm. Ihr wisst, ich bin da echt auch sehr empfindlich. Aber wenn ihr die Hose fühlt und es ist halt dann auch, die knittert euch nicht. Ihr schwitzt aber auch nicht da drin. Ja, die Materialien haben sich auch verändert und die Verarbeitung im Laufe der Zeit. Also die könnt ihr super... Super, jetzt schon anziehen, richtig klasse. Ich habe jetzt eine 36 an, sieht also gut aus. Sie hat auch hier diesen breiten Gummibund und kann ich hier dann noch zusammenbinden. Also echt toll. Und hier mit den Reißverschlüssen, echt tolles Detail. Ihr könnt natürlich auch mit der Farbe hier oben spielen. Prima, Street One, 79,99. Klasse, also ich bin begeistert. Ich habe nicht jetzt, weil ich ja jetzt nicht am Verreisen gerne wäre, habe mir hier auch noch ein tolles Täschle, das kann man sich also auch hier rumbinden, das ist ganz witzig, von Levi's von 1999, da könnt ihr das Handy rein, oder wenn ihr das Handy nicht, und wenn ihr da noch extra was habt, dann könnt ihr da ein bisschen Geld oder Fahrkarte oder Tempo, irgendwas. Also ich finde ich ganz praktisch und peppt das doch auch noch ein bisschen auf. Ihr könnt es natürlich auch quer tragen. So, und dann, jetzt habe ich hier mal Täschle zugemacht. Habe ich nur ein schönes Blüschen an von Opus, das ist wie so Seersacker, ja, von 49,95, finde ich, mag ja wirklich Blüßler immer auch, das, ja, sieht einfach lässig aus. Wir haben hier auch wieder den tollen Schmeichelarm, ja, also ganz tolle Qualität, super bequem, ich liebe die Bluse. Die gibt es auch in einem schönen Dunkelblau. Ich habe jetzt hier aber auch noch drunter so ein feines Ribbe-T-Shirtle, auch mit so, das ist ein bisschen kürzer, aber es ist ganz praktisch zum Drunterziehen. Es ist jetzt hier auch ein bisschen gerafft, das ist einmal gar nicht schlecht für Frauen, die nicht so viel Brust haben, das trägt dann ein bisschen auf. Das ist jetzt noch von Molly Bretton, auch von 49,99. Immer auch toll unter ein Kleid, ja, dann seid ihr hier ein bisschen verpackt. So, und jetzt noch Kamera, Schuhe, hier von Woden. Also hier haben wir wieder die Korksohle, das ist ja hier mein Schleppless-Schuh
von 99,95. Den haben wir jetzt wieder im Sortiment, weil der so toll ist. Ja, ihr könnt da einfach reinschlupfen. Und ja, er passt auch. Den kann man so gut zusammentrügen in jedem Koffer. Richtig klasse, das Leder. Also ich mag es sehr. Gell? Also ich könnte jetzt gleich losfahren. Gell? Special Guest. Ich Gell? Also, und wir machen jetzt das weiter mit unserem Special Guest. Habt ihr ja schon gehört. Wir sind sehr, sehr froh und glücklich wieder, dass die Nicole uns heute ein paar Outfits wieder zeigt. Schön, dass du da bist. Ich verschwinde aus dem Bild und du kommst ja, ins Bild. Gell? Genau. Also, Applaus für Nicole. Hallöchen. Guten Abend. Hallo. Ich bin auch mal wieder da. Nachdem ja die Resonanz so überwältigend war genau. zu unserem letzten Video, ja. habe ich gedacht, ich komme nochmal vorbei. Genau. 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 In einem tollen Outfit. Aber bevor wir da anfangen, muss ich habe es versprochen, muss ich unsere größten Fans muss ich heute grüßen. Und zwar meine Arbeitskollegin Hanne mit ihrer Mama Rita und der Tante Lotte. Und die Lotte und die Rita, die sind Ü85, machen sich eigentlich aus Mode so gut wie gar nichts, aber findet unsere Videos sowas von genial und würdet, wenn sie könnt, uns den Schwäbische Kabarettpreis verleihen. Nein! Doch, hätten sie gesagt. Und sie freut das sich, ist ja der Hammer. Sie freut sich ja. sonntags auf die neuen Rieker-Videos. Oh, also den ja. schickt man jetzt einen Applaus und eine dicke Umarmung aus der Ferne. Danke genau. für die tolle genau. Fans, gell? Ja, wir müssen mal einen Fanclub anmelden. Was schickt man Autogrammkarte? Genau, genau. Aber das ist ja das Schöne mit den Filmen. Das soll ja wir Gefühl sein. Ja. Also wie wenn ihr jetzt mit uns hier mit dabei wärt oder wir genau. bei euch im Wohnzimmer. So wollen wir das ja. eigentlich. Gell? Genau. Also wir machen mal eine Tour in die verschiedenen Wohnzimmer. Gell? Das wär's nur, ja. ja. Gell? Ja. Also, jetzt kommen wir zu deinem ja. tollen Outfit. Wir haben dich heute ein bisschen sportlicher für das erste Outfit anzogen, auch dem Wetter geschuldet, weil es wird ja jetzt immer wieder ein bisschen windig, regnerisch, auch, aber auch sonnig. Und dann haben wir gesagt, Mensch, auch wir hier im Süden tragen Friesen noch. Ja. ja. Das ist nämlich was ganz genau, Tolles. Genau, das ist richtig toll. Ja, also ich liebe ja Friesenerz ja, schon ist toll. Kind an. Ja, das ist einfach auch lässig. Und dieser Friesenerz von Dörbe, das ist auch ein Fairtrade-Produkt. Ja, aus also, Hamburg, gell? Genau, die kommen aus Hamburg, Dörbe Hamburg. Die machen auch ganz tolle Winterjacke. Also richtig, richtig klasse. Auch für Damen und Herren, das ist ja. auch, finde ich, immer ganz, ganz wichtig. Dieser Friesenerz für 139,95, du trittst jetzt da Größe 40. Mhm. Also das ist richtig klasse. Und der ist auch wirklich geil, winddicht, also wasserabweisend, da seid ihr richtig gut geschützt. Und wir haben echt auch einige, die das tragen, einfach weil sie oft abends spazieren geht und dann hat man einfach auch was Helles, gell? Das ist schon auch wichtig. Man fällt also auf Arbeit Dunkelheit. Genau, Arbeit Dunkelheit. Aber es ist wirklich eine sehr modische Jacke. Ich finde nee, richtig ich hab, cool. Ich bin einfach reingelaufen unten ja. und habe gleich gedacht, boah, cool, super. Gell? Und dann habe ich gesehen, Christina hat mir das als Outfit hingelegt. Genau, also. Der Friesenerz. Super. Gell? Also richtig schön, hat auch ein tolles Innenleben, ja. einfach auch das nordische Gestreifte da genau. richtig toll gemacht. Gell? Tolle Kapuze. Genau, genau. Also richtig klasse. Und wie gesagt, aus recycelten Materialien, GOTS zertifiziert. Das ist also auch wirklich immer, finde ich, sehr wichtig. Doch. Gell? Toll. Genau. Ja. Und jetzt haben wir auch schon ein schönes Tüchle, wo da ein bisschen Stimmung noch reinbringt für 22,95. Mhm. Immer schön. Also kann man einfach Farbakzente setzen, weil wir jetzt aufgrund von dem gelben Mantel der Rest vom Outfit ein bisschen runterbremst haben, ja. wenn man den dann einfach in Szene setzt und das finde ich dann einfach auch immer das wohl, wenn man Knallartikel anhat, dass die andere Sache ein bisschen weniger Bomb macht, gell? Aber trotzdem ganz, ganz toll sind. Ja, das Jäckchen nämlich, das ist von Cecil, das hat so eine Waffenstruktur, aber das ist ganz klasse von 49,99. Auch schöne Arme, so genau. Eine Kraft. Ja, das könnt ihr halt rauf und runter waschen. Ist jetzt auch so ein Teil für Urlaub oder geschwind drüber. Es ist einfach praktisch, gell? Und sowas brauchen wir auch, weil wir sind nicht jeden Tag gleich gut drauf. Und da finde ich, da braucht man solche Basic-Teile. Also das finde ich ganz wichtig. So Wohlfühlteile. Das gibt einfach so Tage bei uns Frauen. Gell? Müssen wir einfach so offen sagen. ja. Gell? Und dieses wunderschöne kleine Blüschen ja. drunter von Molly Bracken,
auch von 49,99 eine Viskose-Leinenmischung. Genau, also richtig. Ja, schön mit dem V-Ausschnitt. Da haben wir ihr jetzt noch ein schönes Top drunter gemacht. Ja. Also da müsst ihr was drunter tragen. Ja, ist ein bisschen durchsichtig. Genau, ist durchsichtig. Das geht nicht, aber das ist doch süß, ja, oder? Ist doch richtig verschwind. Aber ihr seht, das sieht super aus. Ja, klasse, toll. Das geht toll. Also da auch, das sind immer so, es stehen immer so Regelungen, die Sätze im Raum, die mir aber auch gerne mal aushebeln. Gell? Richtig toll. Dabei. Ja, okay. Du sowieso. Du sowieso. Gell? Und dann hat sie ganz auch klasse Hose von Buena Vista an. Die haben jetzt die ersten 7/8 geliefert. Das hier ist jetzt eine 7/8. Ja, ja, also das wahrscheinlich haben halt wieder so kurze Beine. Neun, das ist lange. Neun 7/8 heißt knöchellang. Das passt bei dir schon. Also das sind die erste Frühjahrshose jetzt, die also knöchellang sind. 7/8, ja, da hat man nur so, aber das ist bei uns schon jetzt okay. 7/8 heißt das dann schon. Ne, knöchellang, ganz ja, wichtig. Und ihr seht, wie toll die am Knöchel gemacht ist, mit den schönen Steinle. Für 69,95 eine super Hose. Und das ist die Tummyless, ihr wisst, die modelliert uns da oben. Ah, drum, die habe ich ja, geil, das ist auch, das ist auch, das ist auch, das ist alles in Shape. Ja, ist alles geshaped und alles hingeschoben und nach, gell, gedrückt und gemacht. Und also toll, aber das sieht klasse aus und die ein bisschen Use-Effekte. Ja, gell? Schön. Also richtig, richtig klassisch. Mit der könntest du gleich jetzt gar los. Und ja, vor allem, da passiert mir nicht das, was mir heute Morgen im Büro passiert ist. Erzähl. Ich habe mich bückt, habe was aufgehoben, was nicht ich runtergeworfen habe. Oh, auch das. Und habe nichts gemerkt und gehe nachher auf die Toilette und gucke dann in den Rückspiegel. Nein. Und denke, oh, mein Hose war gerissen. Nein! Aber ja, da konnte ich jetzt noch keinen gemerkt. Nein, aber ich muss anschließend nur einkaufen. Dann habe ich gesagt, na gut, was mache ich jetzt? Dann habe ich halt mal Jakrumbunde. Ja, also, ja, klar. Aber das kann in dieser Hose nicht nein, passieren, passiert weil die nicht ist total... Genau, bei der Buena Vista passiert eh gar nichts. Die sind echt auch in der Qualität, die sind top. Also da muss ich echt sagen, wo die von der Preise her ja echt fair sind und alles, aber ja, die Qualität ist echt mega. Gell? Ich habe auch ein paar. Ja, gell, die sind echt toll. Ja. Und dann haben wir dir schöne Schildchen dazu. Ja, richtig. Die sind ganz neu. Wir haben neue Satori-San-Sneaker, yippie. Jawohl. Wir freuen uns da auch immer sehr, weil die ganz, ganz klasse sind. Genau charakteristisch ist die grüne Sohle. Ja, ich wollte nicht gerade sagen, also genau. Ja, ich sehe sie. Ja, das ist ein spannendes Produkt, die Satori-San. Also auch alles fair gearbeitet, also in Portugal produziert. Faire Rohstoffe von der Herstellung her, also wirklich total top. Bequem. Ja, ganz bequem. Mhm. Die haben auch immer Wechselsohle mit dabei und Wechselschuhbänder. Ja. Nicole hat es jetzt hier ganz toll demonstriert. Sie hat gesagt, sie werde die gleich so anziehen, ja, weil sie mag das ja einfach ein bisschen anders. Ja. Und für 89,95 super. Und die dürft ihr auch alle 2 Monate mal in die Waschmaschine reintun. Gell? Mhm. Tut da halt die Innensohle raus und dann könnt ihr ja, die durchwaschen. Ja, weil das ist ein toller Barfußschuh. Ja. Genau, das finde ja, ich auch. Also ja, ich liebe ja Barfußschuhe. Gell? Wir haben ja aber auch die Schläppchensocke, die kennt ihr ja, gell? Die sind natürlich auch top dazu. Aber jetzt die hier, also nee, Barfuß zu tragen, echt mega. Richtig klasse. Ja. Tolles Outfit. Wir machen halt weiter wieder, oder Nicole? Ja, ich habe so tolle Sachen ja, zu ziehen. Wir zeigen noch was, gell? Also so, hier ist sie wieder, die Nicole. In einem richtig auch lässigen Outfit. Toll sieht sie ja aus. Und ich habe dein Hose an. Genau. Jetzt seht ihr die Hose in dem anderen Design. Ja. Richtig. Und ich muss echt sagen, du hast nicht zu viel versprochen. Die fühlt sich an wie... Eigentlich wie nichts. Ja, ganz richtig. Ist echt der Hammer. Nee, also, und das ist jetzt halt auch so eine tolle Farbe. Die kann man dann wirklich, meine, die kann man ja auch ein bisschen schicker mal kombinieren. Und die hier, also auch von 79,99 von Street One. Nicole hat jetzt da 42 an, weil man es einfach auch ein bisschen ja, lässiger und locker tragen mag. Gell? Und also toll, ganz toll. Richtig. Ja. Super. Richtig klasse. Also, ich bin echt begeistert. Ich auch. Ja. Ja, und die kann ich dann zum Beispiel ins Büro auch anziehen. Ja, gell? Und kann mit ja, Büro ohne das was platzt. Da passiert das nämlich nicht. Und du kannst den Koffer mal packen und so ganz vorsichtig rollen. Und die macht ihr auf und die ist nicht knittrig.
Ja. Da ist echt auch denkbar, dass man sagt, Mensch, da kann man beide. Wirklich, beide Designs sind die super. Ich würde gar nicht wissen, ja, welche. Gell? Das ist ja bei mir das immer stimmt, so. Ja, dass ich wieder genau. Welche? Okay, beide. Sehr diplomatisch. Ja, halt, gell? Wir kaufen schon gut ein. Gewusst wie, gell? Dass der Kunde nicht weiß, was er nehmen soll, aber nee, sind ja tolle Sachen. Richtig klasse. Mhm. Genau. Und es macht jetzt halt auch einfach Spaß, immer am Anfang von der Saison. Das sind immer die tollsten Sachen auch ja. da. Und wir kriegen aber jede Woche auch neue Impulse. Also es lohnt sich immer bei uns vorbeizukommen. Jede Woche haben wir neue Überraschungen. Das habe ich auch jede Woche ein neues Video. Genau. Gell? Genau. Und zur Sendung. Ja. Gell? Und jetzt haben wir hier in dem tollen Tuch für 22,99 wieder die ganze Farbpalette aufgefangen. Ja, also richtig schönes Wundertasche. Genau. Richtig fluffig. Das ist übrigens eine ganz tolle Ledertasche von 79,99. Ja, toll. Die ist Leder. Also sehr, super. Sehr toll gemacht. Hat auch ein tolles Innenleben. Da ist noch so ein extra Täschle dabei. Also ich finde das, ja. Und aber dieses, das ist die Struktur. Ja, und das ist eine ganz zeitlose Tasche, finde ich. Sowas. Die Farbe passt immer. Da braucht ihr nicht überlegen, was man jetzt anhat und so, sondern die passt. Ja, ja. Richtig toll, die Tasche. Ja, und weil das natürlich immer nicht fehlen darf, der Jeans-Jacken-Klassiker. Mhm. Und wer diesen Klassiker natürlich am besten kann, das ist Levi's, gell? Jawohl. Diese Jacke hier jetzt auch ein bisschen oversized für 129,95. Ein bisschen stretchy, hat auch einfach ein bisschen Volumen, aber das macht das Lässige, das Sportive, ja? Also man hatte jetzt nicht einfach auch so die Jeansjacke. Und die Levi's, also wenn ihr da noch eine habt, Levi's aus den 80er, 90er. Ja, die Romantiker. Levi's hat so gut wie keinen Stretch, oder so? Nee, das hat sich auch geändert. Also es hat immer Stretch schon drin, aber es gibt zum Beispiel bei dem Männerprodukt die 501, die hat keinen Stretch, die ist reine Baumwolle. Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel, die haben im letzten Video gezeigt, an der Rosi, den Shape-Artikel, die hat echt Elastan drin. Also die haben eigentlich bei den Hosen immer Elastan mit drin. Aber früher, das stimmt schon, haben die viel ohne Elastan gemacht. Aber es ist halt einfach Formbeständigkeit, gell, mit Elastan. Baumwolle, das leiert dann halt, wenn ich das eine Weile anhabe. Ja, aber nee, die ist besser. Toll. Die ist richtig toll. Ja. Richtig klasse. Doch. Ja, und dann haben wir noch ein schönes T-Shirt nicht drunter. Ziehen wir mal. Ja, von BSB, von 59,99. Ja, süß. Richtig süß. Und hier wunderschöne Details. Richtig das klasse. Das genau. Schön sitzen. Also, an so einem schönen Basic-Tisch. Das sieht doch nett aus. Hübsch. Und wenn sie da jetzt auch noch das Tuch und es ist schön Wetter draußen, richtig fluffig. Ganz toll. Richtig hübsch das Outfit. Doch, ja, finde ich richtig echt klasse. Also auch die Hose steht ganz, ganz auch gut. Und jetzt kommen wir nochmal zum Highlight von dem Outfit, zu den tollen Schuhe. Wir haben jetzt den Doppelus. Also ich sehe jetzt ein bisschen, da denkt man jetzt, Mensch, da ist viel los bei den Schuhen, ja? Ja, da ist eine Schnürsenkel einiges geboten. Wir haben uns jetzt ein bisschen diskutiert, ich habe sie auch binden müssen. Also ihr müsst echt mal, eigentlich solltet ihr mal alle hinter uns sitzen, wenn ihr filmet. Ja genau, drehst du mal, zeigst mal von der Seite. Die sind tolle Schuhe und wir möchten das nur in den Schuhbändel zeigen, dass ihr da beide Schuhbändel, also den roséfarbenen oder den weißen benutzen solltet. Aber es war uns jetzt nicht einfach wichtig, dass wir das so... Genau. Ja, also klar, da müsst ihr entweder oder wählen. Ja. Also und der Sneaker, der ist auch wieder hier von Satorisan. Also ganz wunderbar, aufwendig gemacht, ein ganz tolles Fairtrade-Produkt, ja. Also europäisches Produkt, das ist einfach auch wichtig. Auch wenn manchmal ist es ja wirklich so, dass man die Schuhschachtel aufmacht und das riecht so nach Kleber. Mhm. Es ist ganz, ganz schrecklich. Das werdet ihr bei einem Satorisan-Schuh nie finden. Also das Leder ist auch, wenn der Natur gegerbt, alles. Also die riecht neutral. Am Anfang. Ja, am Anfang. Zeit für den Kohlspruch am Anfang. Bei uns Frauen riechen die immer gut. Ja, gut, das stimmt. Ja, also wir haben Satorisan-Schuhe auch für Männer. Aber durch das, dass bei mir auch ein paar Männer zu Hause wohnen, die gern Satorisan-Männerschuhe tragen, muss ich sagen, also dass es bei denen wirklich nicht ist. Okay. Also die müffeln nicht. Und es ist ja auch gut, man kann die ja wirklich waschen. Die Satorisan, gell? Also da braucht man...
Ja, das ist manchmal schlimm, ich weiß, aber bei denen nicht, gell? Der Schuh, das ist ein bisschen, also, weil er sehr aufwendig und hochwertig gemacht ist, 169, aber der ist einfach mega. Also, der wird auch meiner. Noch. Doch, der ist toll. Echt toll. Mhm. Gestern erst frisch bei uns eingetroffen. Wie gesagt, Satos haben wir auch für die Männer. Wir sagen immer Satos, das geht immer ein bisschen so kurz, so, genau, kurz und bündig. Wir sind ja immer hier zack, zack. Ja, sehr cool. Sehr schönes Outfit. Doch, fällt mir gut. Auch. Ja, wunderbar. Richtig hübsch, richtig hübsch. Wir machen halt weiter, Nicole, gell? Dein Fanclub. Ja, die drei Ladies, die will noch mehr von dir sehen, gell? Genau, kriege dir. Genau, also bis gleich. So, hier, das ist sie wieder. Also, wir müssen das jetzt schon wieder, gell? Es ist schon einfach immer wieder. Ihr möchtet gar nicht wissen, was in der Drehpause hier alles passiert. Manche Themen, die wollen wir hier lieben. Also. Gut, also wir sortieren uns. Ja. Genau, gell? Also wirklich wieder auch ein tolles Outfit. Sportiv sind wir heute unterwegs. Richtig früher, sommerlich. Also richtig klasse. Cool, so kann man direkt losspringen. Ja. Gell? Mit deinem Handtäschchen. Ja. Leder von 79,99. Entschuldigung, habe ich mich jetzt nicht verbummelt. 79,99. Gell? Sehr cool, schöne Farbe. Richtig schön. Gibt es auch in Größe, gell? Genau, gibt es in Größe, ja, in verschiedene Farben. Da kostet sie 99. Da kann man sie auch schön über den Rücken dann hängen, so mit. Das hat so Rucksackbinde dabei. Also auch sehr cool gemacht. Richtig tolle, schöne Tasche. Schön. Gell? Kannst mir, komm, gib's mir. Jawohl. Super. Und jetzt auch ein wunderschön farblich abgestimmtes Outfit. Das Tuch ganz toll für 22,95. Haben wir gerade schöne Serie, wo einfach so alle Farbe. Schöne Farbe bringt immer Frische rein, auch in so eine Farbe. Das ist das leichte Grün neu von Opus von 69,95. Auch mit Kapuze hin. Da gibt es einen schönen Beige-Ton. Aber letztes Mal haben wir ja viel Beige an der Nicole. Oh, zeigt das halt heute jetzt nicht. Wurde ja schon ein bisschen. Genau. Ja, aber manchmal, das ist halt so das Tonige. Auch im Herbst-Winter kommt das Tonige. Aber das ist ja auch gut. Es ist nicht immer alles jedermanns Sache. Also ich das arbeite, werde ich zeigen, genau, ja, genau. Und das ist bei mir auch so. Ich arbeite ja eigentlich auch mit den ganzen drin. Aber jeder drin ist für mich auch nichts. Das geht nicht. Also, ja. Aber sehr, sehr schön. Und um das ein bisschen, einfach ein bisschen Besonderheit noch reinzubringen, haben wir mal ein sehr schönes T-Shirt noch drunter, auch von Opus, ein weißes, mit den schönen Spitze. Das ist ganz hübsch gemacht und ich finde, weil, also gerade das T-Shirt, das Grüne drüber, das ist so ein Hauch von nichts, gell? Ja, hat eigentlich, toll. Genau, richtig, solche, lange Arme. Richtig, auch so überschnitten. Genau, du trägst jetzt da auch 42, habe ich vergessen zu sagen. Ein bisschen hoch, genau, auch ein Schärfle. Richtig, 42, sehr schön, genau. Richtig toll, echt schön. Und in den Buena Vistas trägt die Nicole immer eine L. Gell? Hier auch eine schöne, hier auch wieder eine verkürzte Form. An der Seite mit dem Tolerais-Verschlüsschen. Richtig, richtig klasse. Auch von 69,95 die Hose. Und das ist jetzt die Form die Florida. Also eine tolle Sommerjeans. Schön verwaschen. Sitzt klasse. Auch hinter am Popo sitzt super. Mhm. Ja, weil Nicole mag jetzt sogar Jeans. Also das also ist so enge Jeans. Ja, mag sie jetzt so. Aber ich habe jetzt gesagt, das sieht gut aus. Ja, ich war im Video dann ja sehr. Hallo, wir sehen nur Sachen an, die gut sind. Gell? Also wenn wir dich jetzt da nicht... Also wir haben also bei Sekunden... Das ist uns ganz wichtig, dass alles immer das gut stimmt. aussieht. Ja. Gell? Und wir sagen auch, wenn es was nicht gut aussieht, ist aber ganz wichtig. Du weißt ja, man ist man so selbstkritisch und man weiß genau seine Problemzone. Richtig. Aber das ist jetzt auch so was an so Überraschungstüte. Eine ganz, ganz liebe Kundin hat dann auch zu mir gesagt, sie hätte das im Laden gar nicht angeguckt, weil sie immer ihr Ding, was sie jetzt so denkt, das ist für sie gut, so in ihrem in ihrer Komfortzone würde sie dann außer, aber wenn man dann so Überraschungstüte, dann sieht man doch alles an und sieht dann, ah ja, Mensch, das passt mir auch, das steht mir auch und ist mal was anderes, ja. Und das ist das Tolle. Finde ich auch toll, finde ich so Überraschungstüte. Ja, klasse, gell? Mal was anderes. Ja, und die Florida Jeans, die geht oben auch ein bisschen weiter rauf, ist ja ein bisschen aufwendiger gemacht, die haben wir ja schon mal vorgestellt mit den zwei für die Gürtel, wie nennt sich das? Gürtelschlaufe. Ja, danke, sehr freundlich.
Ja, man kann es untertragen oder genau, richtig. Richtig. Gab es aber auch schon mal, gell? Ja, genau. Vor einigen Jahren. Ja, genau, vor Jahrzehnten. Ja. Also war das so, wirklich gab es das. Da sind die im Rücken weiter hochgegangen, ja. Wieder und war so ein Keil dann da so. Ja, so aus Leder. Ja, genau, das gab es auch schon. Ja, es gab auch schon alles da ja. Auf der Welt. Ja, man sieht es mir nicht. Ein Mountain Show. Ja. Ich weiß. Also nicht von dir, sondern von mir. Genau. Ja, und hier haben wir jetzt auch nochmal so letzte Video, die tolle Tamaris-Stube, weil die so gut liefert, haben wir die jetzt nochmal hertan, weil die wirklich der Hit waren von 59,99. Die müssen wir euch jetzt nochmal zeigen, weil das Lager wieder aufgefüllt ist. Also sehr, sehr schön, die Wabestruktur. Cool. Richtig klasse. Also ein sehr, sehr schöner Sneaker und endlich mal so Rosé, so ja, sanftes, voll. Mattes Rosé. Also klasse. Und das sind ja die Satin. Und mit dem Metallic. Genau, richtig. Schimmer. Und da sind noch extra weiße Schuhbänder dabei. Also echt schön. Gut, tolles Outfit. Ja. Alle Outfits ja, waren wieder gut. Gell? Also gut. Ja, und jetzt ist schon wieder vorbei. Ja, ja. Und beim Friseur war ich zwischendrin auch noch zwischen den Videos. Ja, richtig, richtig. In der anderen Kabine ist der Friseur gesessen. Ja. Ja, also Mensch, war wieder schön mit hat dir. Spaß gemacht. Ja, wie ja, immer. Es ist immer echt eine schöne Unterhaltung, wo da ja, nebenher auch noch stattfindet. Ja. Und ich hoffe, das wird ja, vielleicht auch, wenn nicht mehr ganz in dieser Intensität, ja, aber vielleicht doch irgendwie noch weiterführen. Ja, auf jeden ja, Fall. Also ja, bleibt dabei mit unseren Videos, bleibt uns treu, liked uns, gebt uns weiter, guckt unsere Sendung und macht einfach mit. Ja, liked uns auf Insta, abonniert uns, ruft ja, uns an. Also, weil, ja, das muss ich noch schön sagen, immer wieder auch mal Kundinnen habe, oh, jetzt habe die von wo weiters weg anrufen, jetzt habe ich 2 Tage überlegt, ob ich den anrufen soll. Das braucht ihr nicht machen. Ja, ich bin am Telefon, ich warte auf euren Anruf und ich freue mich darüber. Und dann jedes Mal sagt man, Mensch, am Ende vom Telefonat, das war doch jetzt so nett. Also, ja, ich kann euch beruhigen, Christina, weiß nicht. Ja. Ich ganz arg Liebe. Geil. Meistens. Geil? Doch. Genau. Wir sind, wie wir sind, sagt man immer. Ja. Ganz wichtig. Authentisch. Ganz richtig. Ja. Ja. Machen wir jetzt nur Stopp weiter. Ja. Und loben uns selber. Ja. Wenn es schon toll und gut. Genau. Dann müssen wir uns ja keine Kontakte. Ja. Wir müssen das ja. Wir müssen also, uns irgendwo mitteilen. Einfach unter Spitzermäßig. Das ist so gut. Ende Gelände. Also tschüss. Wie gesagt, bleibt uns treu. Wir machen weiter. Genau. Auf Wiedersehen. Ciao. We fashion you up. Mode war gestern, Fashion ist heute. Fashion und Schuhe für Damen und Herren. Modehaus Rieker in Süßen.